Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Erstmal wieder schön, dass du mit dabei bist, denn heute geht es etwas auf die Ohren. Es bleibt dennoch technisch und ist eigentlich gerichtet für die Zielgruppe Social Media Content. Egal ob Livestreaming, Podcast oder einen Vlog unterwegs. Ich denke, mit diesem Mikrofon macht es ja definitiv wenig falsch. So. Wir schauen uns heute nämlich das Mikrofon von Magic Mike an, ja, also ein Mikrofon, was eigentlich konzipiert worden ist für Social Media Content, egal ob das jetzt bei Instagram, Livestreaming, Twitch, was auch immer oder sogar bei YouTube. Das Ganze ist nicht nur für das gedacht, sondern eigentlich, wie schon gesagt, für Endgeräte, wie zum Beispiel in meinem Fall das iPhone 13, passt aber auch mit einem USB-C-Stecker auch direkt auf ein Android-Smartphone drauf oder auch mit einem USB-C auf normalen USB direkt in den Laptop rein, also somit Plug and Play. Wir schauen uns das Ganze heute mal an, was hier im Lieferumfang integriert ist und wie schon gesagt, wie sich das Ganze dann am Ende des Tages für eure Ohren anhört. Wenn wir uns dieses Mic jetzt einmal etwas genauer ansehen, können wir schon mal ein bisschen mehr über diese Sachen herausfinden. Und zwar, wie ich vorhin schon gesagt habe, es soll eigentlich ein Plug-and-Play sein, soll so zumindest für alle gängigen Smartphones da draußen kompatibel sein. Und das ist es auch, das kann ich gleich einmal im Vorhineinweg sagen, das ist wirklich kompatibel mit jedem Endgerät. Ja. Im Lieferumfang selbst ist natürlich erstens einmal diese schöne Schachtel bei uns angekommen. Hier steht schon nochmal drauf, um was es sich hier eben handelt, halt eben für Livestreaming, Podcast und so weiter und so fort. Habe ich ja schon vorhin erwähnt. Wenn wir das Ganze auf die rechte Seite rüberdrehen, haben wir hier noch einmal genau die gleichen Sachen oben. Und auf der Rückseite wird das Ganze natürlich etwas interessanter, denn wir haben nicht nur ein 2-in-1 Gerät, sondern es gibt auch natürlich noch das ganz normale 1-in-1 Gerät, das heißt einen Sender, einen Empfänger und gut ist. In unserem Fall habe ich aber hier eben zwei Sender und einen Empfänger, somit könnt ihr auch mal unterwegs irgendwelche Umfragen machen und direkt zum Beispiel auch das Mic einfach dem anderen in die Hand geben oder halt eben auch ans T-Shirt klemmen und schon habt ihr beide die gleiche Tonspur und wird dann im Endeffekt mit eurem Mobilgerät dann sozusagen zusammengefasst. Wenn wir uns das noch einmal kurz genauer anschauen, gleich einmal im Vorhineinweg, das ist die zweite Generation von Magic Mic, gibt es auch die erste Generation, die hatte leider Gottes nicht so eine extreme hohe Reichweite. Das soll die zweite Generation definitiv besser machen und da sind wir dann im Endeffekt dann am Schluss gespannt drauf. Plug and Play, 20 Meter Reichweite, das ist schon mal eine gute Annahme, dass man hier wirklich ein bisschen sich bewegen kann, ohne irgendwelche störenden Verlustgeräusche. Präzises Funkgerät, klarer Sound, hochsensibel und weitgehend kompatibel, eben das, was ich halt eben euch vorhin schon erwähnt habe. Hier noch einmal der Gründer bzw. auch der Vertreiber von dem Magic Mic, und zwar Julian Helbig, ist natürlich hier der Gründer von dem Magic Mic. Also packen wir mal aus, was hier im Lieferumfang integriert ist. So, also das ist quasi im Lieferumfang jetzt einmal drinnen. Wie schon gesagt, die eine Tasche gehen wir ein bisschen auf die Seite. Das Zeug befindet sich sozusagen in der Verpackung jetzt wieder. Wir haben natürlich einmal eine ziemlich gute Beschreibung, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, aber eigentlich sagt diese Beschreibung ziemlich alles aus. Wie es aussieht, wenn es blinkt, wie es aussieht, wenn es verbunden ist, nicht verbunden ist oder der Akku schwach ist. Wie schon gesagt, das sagt eigentlich die Beschreibung aus. Ist ziemlich, ziemlich groß, muss ich ehrlich sagen. Könnt ihr euch definitiv anschauen, da macht man hier definitiv auch nichts falsch dabei. Sonst haben wir im Lieferumfang erstens einmal natürlich zwei Windbuschel, denn wir haben auch hier zwei Sender und einen Empfänger, deswegen braucht man natürlich auch zwei Windbuscheln. Dann geht es weiter einmal ein USB auf USB-C, um das Ganze sozusagen ja auf einem Laptop zum Beispiel zu benutzen, der halt eben noch nicht USB-C fähige Hubs auf der Seite hat. Hier noch einmal ein kleiner Adapter von USB-C auf Lightning-Kabel. In unserem Fall brauchen wir das, weil wir halt eben hier noch das iPhone 13 zur Verfügung haben. Ansonsten geht es dann noch einmal weiter mit dem Ladekabel. Hier schon mal ist gesagt, mit dem Ladekabel ladet ihr sozusagen das Case selber und das hat natürlich einen Vorteil, ihr habt einfach wirklich alles benannt, ohne dass ihr irgendetwas separat laden müsst. Ich nehme jetzt zum Beispiel auch mit dem Rode Wireless Mi. Hier zum Beispiel ist ungefähr der gleiche Preis, ein bisschen teurer sogar, aber es ist ja keine Ladeschale dabei, sondern wirklich, ihr müsst beide Geräte immer separat laden und das ist natürlich zum Beispiel hier
absolut nicht gegeben. Ja? Also da könnt ihr ganz normal alles reingeben, alles aufladen und schon habt ihr eigentlich alles mit, was ihr so im Endeffekt braucht. Vom Ladekabel her, was haben wir hier ungefähr um die 25 cm lang? Einmal USB, natürlich auf USB-C, auf den neuesten Standard, der sozusagen mit dem Ladecase auf der Rückseite und zwar hier ganz normal geladen werden kann. Einfach mal dran geklipst und schon ladet ihr quasi das Case auf, was dann wiederum natürlich den zwei Sender aufladet. Ja, das haben wir jetzt einmal. Also würde ich sagen, packen wir mal die guten Dinge noch einmal genau auf. Auf der Innenseite auch ganz wichtig ist auch immer mit dabei und zwar nicht nur die zwei Sender, sondern das Allerwichtigste und zwar der Empfänger, weil ohne dem kriegt ihr natürlich keinen klaren Sound hinaus. Der Empfänger selber ist hier ein bisschen so, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen so ungefähr 4 cm breit gehalten, ungefähr 1,5 cm ist er halt eben dick auf USB-C und hierfür habe ich schon vorhin gesagt, gibt es natürlich die zwei verschiedenen Adapter hier, zum Beispiel in meinem Fall würde ich das so machen, draufstecken auf Lighting und dann natürlich in unser Smartphone rein und dann kann es eigentlich schon losgehen. Hier auf der Seite gibt es nirgends einen Knopf, also das, sobald du das einsteckst, funktioniert das problemlos und wenn das Ganze dann sozusagen bei eurem Endgerät, zum Beispiel wie ein Laptop oder so etwas, könnt ihr das natürlich dann nochmal anstecken auf einen ganz normalen USB-Stecker. Das ist schon mal gut, dass das ganz normal in eurem Ladecase mit dabei ist. Auch natürlich magnetisch hält, nur halt nicht aufladet. Zu den Empfängern selber. Wir haben hier eben die zwei Stück an der Zahl. Hier steht aber auch nicht drauf, ob das jetzt der erste oder der zweite ist. Die beiden sind komplett identisch, haben den gleichen Akku verbaut und zwar eben einen 60 mAh starken Akku, sind in Pro der einen Sender halt eben integriert. Das Ladecase selber hat sozusagen dann noch 600 mAh, nur so ein ungefährer Richtwert. Laut Hersteller soll es zwischen 5 bis 6 Stunden lang gehen. Ich denke, das ist eine enorme Zeit, eine ganz brauchbare Zeit, um halt, wie schon gesagt, das ein oder wenige Video dann eben abzudrehen. Wenn wir uns diese Sender jetzt einmal genauer anschauen, sie sind jetzt vielleicht nicht die allerkleinsten Sender, das gebe ich definitiv so, wie es ist, zu. Hat aber, wie schon gesagt, eine kleine Funktion und zwar, wir haben auf der Rückseite einmal einen Clip, um das Ganze ganz normal auf eurem T-Shirt, Jacke, Weste, je nachdem, wo ihr das halt eben haben wollt, dran zu klippen und halt nicht separat noch einmal irgendetwas anderes dazu zu brauchen. Wir haben hier einen kleinen Pop-up-Schutz drauf. Der ist, finde ich, in der heutigen Zeit sowieso schon Standard, weil so sieht es im Endeffekt darunter aus. Also da kann man hier definitiv nichts falsch sagen. Wie schon gesagt, wir haben hier oben ganz normal das Mikrofon verbaut. Unten bezieht sich dann natürlich erstens einmal die Empfangsstrecke und natürlich auch noch das 60 mAh starke Batterie. Auf der Rückseite, habe ich schon vorhin ganz kurz gesagt, gibt es eine Klammer, um das wirklich absolut überall dran zu klammern. Und dann haben wir noch hier auf der Seite erstens einmal einen USB-C-Anschluss, um das Ganze, sage ich jetzt einmal, während des Gebrauchs noch einmal laden zu können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Ein- und Ausschalter und den sogenannten Pairing-Button, beziehungsweise auch natürlich die Start- und Stopp-Funktion, indem man das Ganze natürlich einmal trennt und dann gleich wieder einschaltet. Auch ziemlich simpel. Ansonsten gibt es über dieses Mikrofon selber nicht viel zu sagen. Denn es soll ja nicht nur optisch schön ausschauen, sondern auch einen guten Klang bilden. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein kleiner Pop-Up-Filter ist dabei, den könnt ihr ganz normal runterziehen. Und wenn es dann draußen um irgendwelche anderen Aufnahmen geht, in meinem Fall haben wir draußen sehr viel Wind, also wirklich sehr viel Wind, da würde sich definitiv so ein Windbüschel in meinem Fall ausbezahlen. Das Windbüschel ist ein bisschen eine fummelige Arbeit, wenn es aber mal oben sitzt, muss ich sagen, haltet das auch ohne Probleme, also das fliegt weder runter noch irgendwas anderes, sieht ein bisschen witzig aus. Und wenn es dann so ist, wird es dann im Endeffekt ganz normal an eure Kleidung dran geheftet und ansonsten zeigt das wirklich ziemlich viele coole Sachen an. Was auch zum Beispiel bei meinem Mikrofon manchmal nicht der Fall ist, ist, wenn ich mir hier ein Windbüschel drauf gebe, sehe ich zum Beispiel nicht, ob das Mikrofon verbunden ist, ob das Mikrofon an ist. Und das kann man mit dem definitiv besser sehen, weil wir drehen das Ganze auf und ihr seht trotzdem die Pairing-Taste. Das heißt, wir sind jetzt da auf Suchen, stecken hier einmal die ganzen Sachen zusammen, die wir hier benötigen. Und wenn wir das im Endeffekt dann mit den ganzen Adapter verbinden, in unserem Fall halt eben
der Empfänger auf ein Lightning-Kabel, können wir das so Plug and Play einfach hineinstecken und hat den Vorteil, dass wir jetzt eigentlich sehen, durch eine Dauerleuchte, durch eine grüne Dauerleuchte in unserem Fall, dass das Ganze gepairt ist, verbunden ist und kann sozusagen, so wie es jetzt ist, ganz normal benutzt werden. Und wie schon gesagt, der Empfänger zieht den Akku über das Smartphone und hier haben wir natürlich den 60 mAh starken Akku eingebaut, um halt eben, sage ich jetzt einmal, 5 bis 6 Stunden da zu halten. Und da muss ich ehrlich sagen, mit 5 Stunden ist es für mich absolut ausreichend. Mehr würde ich dieses Mikrofon sozusagen nicht wirklich benötigen. Wenn du alleine unterwegs bist, auch ganz simpel. Ihr habt natürlich einen zweiten mit dabei, auch mit zweiten Windbuschel. Und so braucht ihr einfach nur mal kurz eine Pause drücken, das andere verbinden, einschalten. Und dann geht sozusagen die Reise weiter. Und ihr kommt halt im Endeffekt zwischen 10 bis 12 Stunden, je nachdem, in welchem Ausmaß ihr das Ganze benötigt. Also ihr seht schon, wirklich Plug and Play hineingesteckt, draufgedrückt, eingeschaltet, verbunden. Der LED-Leuchte bleibt doch verbunden. Wenn ihr das Ganze sozusagen ein bisschen trennen wollt, einfach oben den Kippschalter einmal nach oben. Schon wird gesucht. Und das ist im Endeffekt auch gleichzeitig eine Stummtaste für mich. Wenn ihr das Ganze wieder nach unten gebt, habt ihr gesehen, das dauert nicht einmal eine Sekunde und schon ist das Ganze wieder komplett Plug and Play. Ja, dann noch einmal zu der Tasche an sich. Kann aber auch nochmal separat dazu gebucht werden, absolut kein Ding. Ich finde die Tasche sehr stylisch. Es stinkt jetzt nicht so extrem nach Chemie, das ist auch für mich manchmal einfach ein großes Kriterium, wo ich sage, das ist sehr billig verarbeitet worden, aber nein, die Nähte sitzen schön Magic Mike auf der Oberseite, hinten und unten ist halt eben gar nichts drauf. Wenn du zum Beispiel die Sachen, die du halt eben nicht benötigst, ganz normal hier hineinlegen, eben Windbuschel, einfach alle Adapter natürlich mit hinein und auch noch einmal das Ladekabel, das nicht fehlen darf. Zack, bumm. Und der zweite Transmitter werden wir einfach mal hier hingeben und dann könnt ihr das quasi so Step by Step einfach einstecken und ihr habt alles mit dabei. Kommen wir noch einmal ganz kurz zum Ladecase selber. Das hat ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, 600 mAh starken Akku. Wir haben auf der Vorderseite, ich hoffe man sieht das in der Kamera oben, und zwar einen Balken, wie voll das Ladegerät ist. Auch einmal ganz wichtig, eben hier komplett voll in unserem Fall. Das heißt, das Ganze wird ganz normal geladen. Wenn wir das Ganze jetzt auch nochmal aufklappen und der Akku wäre in unserem Fall ein bisschen leer geworden, seht ihr auch an der roten LED, dass das Ganze mal jetzt geladen wird. Wenn das Ganze voll ist, von der Innenseite her, erlischt natürlich das rote Licht und auf der Vorderseite selber seht ihr natürlich mit den einzelnen LEDs, wie voll das Ganze ist. Von der Größe her noch einmal abgesehen davon, wir nehmen hier ungefähr meine Hand her, also das Ganze passt ganz normal in unsere Hand und natürlich auch in die ganz normalen Hosentaschen. Also da habt ihr mit diesen zwei Sachen quasi immer alles mit am Mann und könnt sozusagen eurem Livestream oder Podcast oder sogar Vlog draußen ganz normal drehen und das finde ich echt super. Wenn wir noch einmal ganz kurz den Empfänger hier anschauen, hat der Empfänger natürlich eine Besonderheit und zwar einmal eine LED-Seite, somit signalisiert es natürlich nicht nur, dass es verbunden ist, sondern ihr könnt das Ganze auch, sollte euer Akku darunter leiden, das separat nochmal mit USB-C laden und gleichzeitig aber dennoch ganz normal euer Ton aufnehmen und das finde ich sehr, 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 sehr praktisch in unserem Fall. Wir haben hier mal ganz normal ausprobieren, wir werden mal hier eine Powerbank nehmen und das Ganze natürlich auf der Seite anschließen und auf der Oberseite wird das ganz normal geladen, ihr seht es ja schon, ganz normal geladen, wir können hier nochmal hineingehen und dann wird es trotzdem auf der Oberseite, ich mache das nochmal ein bisschen größer, trotzdem während der Aufnahme geladen und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr coole Sache, wie ich finde. Dann, ich würde mal sagen, das absolut Wichtigste bei jedem Mikrofon ist natürlich der Ton und den würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. So, weil ich gesagt habe, dass wir uns den Ton jetzt einmal gemeinsam anschauen, jetzt momentan filme ich mit dem iPhone 13 in meinem Fall. Ganz normal, es ist nichts dran, es ist kein Lavalier-Mikrofon angeschlossen, noch sonst was, auch nicht dieses hier. Das blende ich euch hier definitiv aus. Es geht jetzt rein um den Ton von dem iPhone 13. So hört sich das eben bei mir in einem 25 Quadratmeter großen Raum. Es wird natürlich etwas hallen. Von der Weite her sind wir ungefähr bei 50 bis 60 cm weit weg. Und dann würde ich einmal sagen, schließe ich das Ganze jetzt einfach einmal Plug and Play an und dann schauen wir mal, wie der Ton danach ist. So, ich habe das Ganze jetzt eigentlich angeschlossen. Jetzt spreche ich sozusagen direkt über das Magic Mic in unserem Fall. Und ihr hört bestimmt sogar schon einen riesengroßen Unterschied.
Und jetzt habt ihr auch noch diese Bindung, dass ihr wirklich sehr nah bei eurem Smartphone sein müsst, sondern ihr könnt eben weiter weg und der Ton verändert sich einfach absolut gar nicht. Und das finde ich ein Riesenvorteil, dass man halt einfach nicht gebunden an etwas ist, sondern trotzdem ganz normal reden kann, auch wenn einmal irgendwelche anderen Geräusche draußen sind. Im Endeffekt der Ton jetzt bei euch an. Schreibt es mir gerne wieder mal unten in die Kommentare, wo ihr sagt, es ist definitiv besser. Ich befinde mich dennoch, wie schon gesagt, in einem ziemlich ruhigen Raum jetzt da. Aber ich werde das Ganze einfach noch ein bisschen auf die Spitze treiben, habe ich mir diesmal gedacht, und werde nochmal nach draußen gehen und draußen dann noch einmal mit euch das reden. Denn bei uns ist es wirklich momentan sehr, sehr windig. Und ich denke, da macht sich das bemerkbar, wenn wir das Ganze mal mit einem Windpuschel und natürlich einmal ohne filmen. So, hallo liebe Leute, ich bin mal etwas ganz woanders, diesmal nicht von zu Hause, denn es geht natürlich über ein neues Mikrofon, was ich so testen möchte. Und da habe ich mir gedacht, heute ist der absolut windigste Tag. Und da denke ich mal, werden wir dann mal schauen, wie sich die Tonaufnahme momentan noch mit dem iPhone 13 ganz normal anhört. Da werden wir das gute Teil mal anstecken und schauen, ob der Windpuschel oder vor allem auch das Mikrofon was taugt. Und dann würde ich einmal sagen, hört sie mich gleich wieder. So, die gleiche Perspektive, nur habe ich halt jetzt eben das Ansteckmikrofon angehängt. Bin schon mal gespannt, wie sich das so im Endeffekt vom Ton her schlägt. Schreibt es mir auch hier wieder gerne in die Kommentare. Wir haben hier mittlerweile Windböen so 29 km/h, manchmal zieht es ordentlich durch mit 55 km/h. Da habe ich mir gedacht, da wäre das wirklich der perfekte Test, um das nicht innen, sondern halt eben außen für euch testen zu können. Jetzt werden wir aber dennoch noch einmal schauen, wie so die Reichweite ist. Und da würde ich mal sagen, werde ich jetzt mal mich auf den Weg in eine andere Richtung machen. So, also würde ich einmal sagen, ihr seht es mich zwar nicht, aber ich mache jetzt momentan einmal den ersten Test. Das erste Auto fährt schon vorbei. Wie hört sich der Ton an, wenn ich sozusagen einfach einmal ein bisschen in die Richtung gehe? Angegeben ist das Ganze, ich bewege mich jetzt einfach einmal frei mit ungefähr 20 Meter. Werden wir mal schauen, wie wir es mal hinkriegen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Momentan drehe ich mich jetzt einmal zurück und komme mal zurück. Wir haben hier schon mal die ersten 100 Meter. Ob das dann auch wirklich im Videoschnitt wirklich bis zum 100. Punkt auch das Ganze vom Ton her aufgenommen haben, da bin ich schon auf alle Fälle mal riesen gespannt. Jetzt geht es einmal zurück zum Smartphone, weil es geht eigentlich hier darum, dass wir hier das meistens als Social Media Content benutzen. Das heißt, das Ding ist relativ ausgelegt, um das nur anzuschließen auf euer Smartphone, egal mit USB-C oder so wie ich zum Beispiel über Lightning mit einem iPhone. Ihr habt auch noch beiliegend natürlich einen USB-C auf USB-Kabel. Somit könnt ihr das zum Beispiel auch bei einem, ja, unter Anführungszeichen Laptop, MacBook, Tablet, Android-Smartphones, was auch immer. Aber wie schon gesagt, es ist jetzt ausgelegt für Content-Creator und somit sollte das Ganze im Endeffekt nur auf euer Smartphone kommen. Deswegen auch die zwei verschiedenen Stecker von USB-C und Lightning-Kabel. So, ich bin schon mal aus der Puste, weil der Wind pfeift hin und wieder mal ordentlich durch. Aber so schaut es nun mal aus. Ich komme mal ein bisschen runter zu euch. Wie ist der Ton jetzt bei euch eigentlich angekommen? Ist er wirklich noch halbwegs brauchbar? Oder würdet ihr sagen, das ist absolutes No-Go? Lassen wir das lieber mal den anderen, ja, Mikrofonherstellern. Aber ich muss ehrlich mal sagen, ich glaube, ich habe diesmal ein gutes Gefühl, dass sich das Ganze ziemlich gut angehört hat. Weiten Test angegeben ist das Ganze mit 20 Meter. Ich habe mir gedacht, ich werde das Ganze ein bisschen herauszögern und gehe statt 20 halt eben mal 100 Meter mal schauen, wie das Ganze ankommt, vor allem auch, wenn man sich den Rücken zudreht, weil die meisten haben natürlich da die Probleme, wenn der Rücken zugedreht ist, dass automatisch die Verbindung zack, bumm, weg ist. Und da bin ich schon mal gespannt beim Videoschnitt, ob das wirklich ist, ob ich jetzt zu weit gegangen bin oder ob das zumindest ausgereicht hat für diese Weite, ja. Also schauen wir uns mal hier den Sender an. Den haben wir hier mit 10 Gramm. Und wenn wir uns hier nochmal den Empfänger anschauen, den haben wir hier mit 5 Gramm, also 10 Gramm, 5 Gramm. Das leere Ladecase, falls das jemanden interessiert, hat hier 65 Gramm.
Wenn das Ganze natürlich komplett vollgepackt ist, so wie es im Endeffekt bei uns auch sein soll, kommen wir hier 89 Gramm. Also das macht wirklich sehr, sehr wenig Unterschied. Zum Beispiel das Smartphone hier bei mir hat hier 189, also noch einmal 100 mehr. Also das fällt jetzt nicht wirklich auf. Und alles gemeinsam mit der Hosentasche kommen wir genau auf 160 Gramm. Und da brauchen wir eigentlich mehr zu dem absolut nicht mehr sagen. So, und weil die Sonne momentan noch wirklich so schön ist, habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze gleich einmal draußen filmen. Ja, also ich bin immer noch das Ganze ganz normal beim Ansteckmikrofon. Aber ich habe mir gedacht, ich werde euch hier mal ein bisschen den Sonnenuntergang zeigen. Der ist natürlich absolut traumhaft. Wie schon jetzt auf der linken Seite befindet sich die ÖBB-Bahn. Hier noch einmal eine Schnellstraße, damit das, wie schon gesagt, auch wirklich gut funktioniert bei meinem Test. Die Sonne geht schon unter, schöner Weg in die Richtung. Und wenn wir uns in die Richtung bewegen, haben wir auch hier einen absolut schönen Weg, wo es dann im Endeffekt, sage ich jetzt einmal, dann nach Hause geht und zum nächsten Videoschnitt. Ah ja, wie schon gesagt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ich schwenke jetzt nochmal zu mir. Es ist einfach mal ein bisschen komisch, das in der Öffentlichkeit zu machen. Ich muss mich erst noch ein bisschen daran gewöhnen, aber im Endeffekt sollte uns das als Menschen absolut egal sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder zumindest einmal zu einer Entscheidung gebracht hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über ein Like, über einen Kommentar unten, ein bisschen austauschen miteinander, würde mich dennoch freuen und vor allem vergesst nicht ein Abo dazulassen, weil die meisten, was diese Videos schon von mir gesehen haben, haben leider vergessen, das Abo zu aktivieren. Und da muss ich ehrlich sagen, bitte aktiviert es, das würde mir und meinem Kanal natürlich ungemein weiterhelfen, kostet 1-2 Sekunden und hiermit ist niemand bei Schaden gekommen. Ja. Ansonsten war es das wieder mit dem Video. Ich sage wie immer, danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und noch einmal ein kleiner Schwenk zu mir, bevor ich jetzt aufhöre, das zum Filmen. Hier ist noch einmal der ganz normale Ton mit dem iPhone 13, ohne irgendwas angesteckt, ohne irgendeinen Filter drauf, komplett Rohdatei, so wie es jetzt natürlich bei euch ankommt.